Hallo, liebe Freunde der Nachtgedanken. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute Abend ein bisschen weniger für euch vorbereitet, da ich ein bisschen in Zeitdruck bin, aber darunter sollt ihr ja nicht leiden. Zuerst habe ich etwas für euch von Bert Brecht. Bert Brecht, neben Schiller und Goethe meiner Meinung nach der bekannteste deutsche Autor. Ja, gab noch andere, aber er ist eben auch mit der bedeutendste. Nicht alles von ihm ist schön, das wenigste. Nicht alles von ihm ist romantisch verklärt und reimt sich. Aber ich habe hier was gefunden, was mir persönlich sehr gut gefällt. Erinnerungen an die Marie A. An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben. Und als ich aufsah, war sie nimmer da. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen. Und fragst du mich, was mit der Liebe sei? So sag ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Und doch, gewiss, ich weiß schon, was du meinst. Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küsste es dereinst. Und auch den Kuss, ich hätte ihn längst vergessen, wenn nicht die Wolke da gewesen wäre. Die weiß ich noch und werd ich immer wissen. Sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind. Doch jene Wolke blühte nur Minuten und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind. Ja, kennt, glaube ich, jeder dieses Gefühl, oder? Zum Abschluss, wie immer, das Lustige von Eugen Roth, heute wieder aus dem Buch Der Wunderdoktor. Und ich darf mich immer noch sehr herzlich bei Elke Gerd bedanken, die mir dieses Buch geliehen hat. Ich bring's zurück nächste Woche. Ich verspreche es, dann haben wir es nämlich durch. Relativität. Wer Hunger spürt, der isst sich satt. Vorausgesetzt, dass er was hat. Wer Liebe fühlt, zeigt sich als Mann, vorausgesetzt, dass er das kann. Wer Wahrheit liebt, der urteilt scharf, vorausgesetzt, dass er das darf. Wer Ruhe sucht, verhält sich still, vorausgesetzt, dass er das will. Wer Geld möcht, schuftet mit Verdruss, vorausgesetzt, dass er das muss. Wer sterben soll, stirbt wie ein Christ, vorausgesetzt, dass er das ist. Kurz, was uns auf der Welt gelingt, ist leider ungemein bedingt. Und mit diesen Worten wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle eine gute Nacht.